was ist denn der Vorteil von X570, außer dass dort ein Lüfter draufgeschnallt ist und die Preise doppelt oder dreifach so teuer sind? It's a tug of war, battling to keep my sanity. So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GaxTV und in dem letzten Video am 7.7. das Launch-Video für die Ryzen 3000er-Serie, das ich gedreht habe und zufälligerweise auch der Durchbruch mit dem Kanal, ja, endlich haben wir die 1000 Abonnenten voll. Danke an euch. Ich werde mich auf jeden Fall bei euch noch dafür revanchieren, also keine Sorge. Ich habe das Ganze auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja, in einem knappen halben Jahr haben wir uns verdoppelt. Jetzt geht es erstmal hier um den Berg an Hardware, der auf dem Tisch ist. Denn die ersten Ryzen- bzw. AMD-Produkte auf 7-Nanometer-Basis sind jetzt hier eingetrudelt. Und es gibt eine Menge Themen zu besprechen. Wie bereits gesagt, das hier ist jetzt erstmal so ein kleiner Überblick, was kommt. Ja? Ihr seht schon einen Ryzen 5 2600 hier an der Stelle. Das ist sozusagen die erste CPU, die ich in den Händen halten darf. Der 3600er ist die günstigste Ryzen CPU derzeit auf 7-Nanometer Basis. Es gibt noch den 3400G und 2200G, die jeweils theoretisch einen Refresh der alten APUs sind. Das Ganze läuft über den Codename Picasso und ist immer noch auf 12-Nanometer Basis. Aber hier der 3600, der günstigste Einstieg in den 7-Nanometer CPU-Bereich mit 200 € so plus minus. Und ja, das Ding bietet 6 Kerne, 12 Threads. Dementsprechend habe ich natürlich auch vor, meine Ergebnisse mit dem i7-8700K zu vergleichen. Was Gaming angeht, was aber auch natürlich an Produktivität möglich ist. Overclocking, also übertakten, werde ich den auf jeden Fall, denn das ist eben die günstigste CPU, die gegenüber dem 3600X, ja, entsprechend knapp 50, sogar teilweise mehr als 50 € günstiger ist und lediglich einen etwas geringeren Base- und Boost-Takt hat. Und wenn man das Ganze dann entsprechend ein bisschen anhebt, vielleicht sogar exakt dieselbe Performance oder bessere Performance als einen 3600X erreichen kann, wäre das natürlich fürs Budget echt die beste Preis-Leistung. Und hier seht ihr auch schon zwei Boards. Ja, ITX, ich habe euch gesagt gehabt, das ist mein Fokus auf dem Kanal. Vorerst werde ich keine ATX oder MATX Boards auf Seiten von X570 reinbekommen. Und das hier ist eben das erste X570 Board im ITX Format von Gigabyte. Gigabyte ist hier an der Stelle Vorreiter. Die anderen Boards von ASRock und von ASUS kommen zu einem späteren Zeitpunkt. Also das X570i Strix von ASUS kommt im August, Mitte August ist das Ganze angesetzt. Und das Impact, ja, das Crosshair 8 Impact, ebenfalls von ASUS, kommt im DTX-Format Ende August. Das heißt, ihr habt jetzt ungefähr eine Vorstellung vom Zeitfenster. ASRock hat sich noch gar nicht dazu geäußert und das ITX-Board ist irgendwie von der Bildoberfläche verschwunden, was mich ein bisschen traurig gestimmt hat, denn ASRock ist ja eigentlich bis jetzt immer der Vorreiter gewesen. ASRock hat das einzige X570-Board im MATX-Format, was aber wirklich kein besonders gutes Board ist. Also das VRAM-Layout hier an der Stelle von den beiden Boards ist besser als das von dem X570 MATX von ASRock. Dementsprechend hoffe ich natürlich, dass das ITX von ASRock, was viele, viele interessante Features mit sich bringen soll, zum Beispiel die Sockelanordnung für den CPU-Kühler ist auf Intel-Standard. Das heißt, wir haben eine viel größere Palette an CPU-Kühlern, die tatsächlich mit diesem ITX-Board verwendet werden kann. Was dieses ITX-Board von ASRock aber an der Stelle ausgezeichnet hat, ist die Tatsache, dass es Thunderbolt unterstützt hat. Ja, ein USB-C mit Thunderbolt-Unterstützung, sprich für die APUs auch relativ interessant mit der Anbindung von einem Monitor, denn Thunderbolt ist eigentlich ein Intel-Standard, ja, und damals auf der CES meinten die Mitarbeiter von ASRock die ganze Zeit lang nur so, psch, braucht doch keiner wissen, ja. Ob es hier dran tatsächlich vielleicht gescheitert ist, ist natürlich die andere Frage. Wie bereits gesagt, das hier ist das erste, das X570i Aorus Pro Wi-Fi und mit knapp 230 € ist das Ganze auf jeden Fall, ja, sagen wir auf Intel-Niveau. Wenn wir uns zurückerinnern, das ASUS Z390i Strix Board, ja, also für Coffee Lake, das hat auch so 230-250 € im ITX gekostet, hatte ein richtig krankes Heatsink, habe ich auch auf dem Kanal für euch auseinandergenommen und vorgestellt gehabt, entsprechend auch den i9-9900K darauf übertaktet gehabt, wirklich ein überragendes Board, viel zu teuer. Das Spannende ist natürlich dieses MSI Board auf B450-Chipsatz,
kostet exakt die Hälfte. 115 Euro, das ist so der Maximalpreis, mit dem dieses Board im Handel ist. Und dementsprechend wird das ein sehr, sehr spannender Vergleich, denn ich versichere euch hier an der Stelle, es gibt fast keinen Unterschied. Egal wie dramatisch das gerade klingt, aber es gibt fast keinen Unterschied zwischen diesen beiden Boards. Abgesehen von einer hübschen Umverpackung beim X570 Board und dem großen PCIe 4.0 Hype, der da drum gesponnen wird. Deswegen haben wir hier übrigens auch eine RX 5700 XT da, passenderweise von MSI. Ihr seht auch, in welchem Gehäuse das Ganze verwendet werden soll, ja? Das DAN A4 SFX V4. Habe ich auf dem Kanal jetzt schon relativ gut beleuchtet gehabt und auch schon das ein oder andere System drin eingebaut gehabt. Aber jetzt mit einer Blower-Style-Karte und dem AMD-Launch war es einfach die perfekte Gelegenheit, entsprechend ja, das Gehäuse noch mal ein bisschen aufleben zu lassen und das erste Mal die Asetek 645 LT zum Einsatz zu bringen. Nicht nur mit dem 3600, keine Sorge, dafür lohnt sich fast schon die Vakü nicht, sondern für den kommenden 3900X. Denn die Knappheit dieser CPUs ist unbeschreiblich. Es gab so eine Nachfrage. Ich habe bei x verschiedenen Shops das Ganze vorbestellt gehabt und im Endeffekt hat mir jeder Shop dasselbe gesagt. Ja, 12.7., 15.7., vielleicht. Ja, also der Stand der Dinge, was das Übertaktungspotenzial angeht, ist der 3900X und allgemein alle Xer-CPUs ziemlich stark am Limit. Das heißt, der Boost-Takt ist tatsächlich eigentlich die Grenze. Ja, das Maximum, was überhaupt im besten Szenario möglich ist und fast schon nicht realitätsnah. Werde ich natürlich für euch austesten. Ich werde auf jeden Fall keine zu voreiligen Schlüsse ziehen an der Stelle. Aber der 3600 mit 200 Euro, hoffentlich bringt dann ein bisschen Übertaktungsspielraum mit, damit er auch entsprechend sein Geld wert sein wird. Und ich bin enorm gespannt, was tatsächlich die Leistung von dieser CPU angeht und wie es sich dann entsprechend gegen den 8700 mit 5 GHz schlagen wird. 6 Kerne, 12 Threads auf Seiten Intels gegen 6 Kerne, 12 Threads auf Seiten AMDs. 7 Nanometer versus 14 Nanometer plus. Wer kann sich sozusagen die Krone für den besten 6 Kerne abholen? Ich bin enorm gespannt, ich hoffe ihr auch. Also das erste Video, was ich tatsächlich hochladen werde nach diesem hier, wird entsprechend der Vergleich zwischen diesen beiden Boards sein. Es ist unwahrscheinlich lachhaft, wie ähnlich diese Boards zueinander sind. Dass das X570 Board doppelt so teuer ist, ist hier wirklich so lächerlich teilweise. Nichtsdestotrotz werde ich fair bleiben und die Tatsache, dass mit den 3000er CPUs natürlich auch der Arbeitsspeichersupport deutlich besser sein soll, ja, 3600 ist kein Problem mehr. Ich habe hier einen Trident Z-Kit mit 3600 MHz XMP-Profil von CL15-15-15-35. Und G-Skill hat unter Trident Z bereits die Neo-Line angekündigt, die sogar CL14er Timings mit 3600 MHz für Ryzen und X570 unterstützen soll. Da bin ich auch gespannt drauf, beziehungsweise werde ich mit diesem Kit hier ohne Probleme machen können. Denn das ist eigentlich der beste Samsung BDI, den es auf dem Markt gibt. Dementsprechend sehe ich hier kein Problem mit. Und das Kranke ist natürlich, dass der Arbeitsspeichersupport mit 3600 noch nicht vorbei ist. Es geht noch höher. Bis 4000, 4200, 4400 und 4600 MHz sollen mit manchen X570 Boards möglich sein. Und jetzt kommt der Knaller. Es soll wahrscheinlich gar nicht am Chipsatz liegen, sondern an der CPU. Das heißt, wenn ihr eine Ryzen 3000er CPU entsprechend mit einem B450 oder X470 Board betreibt, soll der Arbeitsspeichersupport automatisch höher sein als mit den CPUs davor. Und das wird natürlich enorm spannend, ob es tatsächlich sozusagen mit alten, günstigen Boards möglich sein wird, die Performance zu 100% aus den 3000er CPUs rauszuholen. Das will ich herausfinden für euch. Dementsprechend werde ich beide Boards gegeneinander antreten lassen, was den OC der CPU angeht, was das Arbeitsspeicherübertakten angeht. Nicht nur dieses Kit hier mit 3600 MHz CL15 will ich für euch testen, sondern auch ein Patriot Kit, das ich euch bereits vorgestellt habe, und zwar aus der Steel Series mit 4400 MHz. Denn dieses Kit mit 4400 MHz, haltet euch fest, ist in der QVL, ja, in der Qualified Vendor List von dem Aorus X570i. Das heißt, es wird nativ auf diesem Board unterstützt. Dementsprechend will ich auch einen Arbeitsspeichervergleich machen,
indem ich 3200 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz und 4400 MHz mit unterschiedlichsten Timings für euch vergleichen werde. Entsprechend wird das Ganze ein Full-HD-Test sein, also 1080p, auf dem ich ja insgesamt 6 verschiedene Arbeitsspeicherprofile für euch testen werde. Also das wird auf jeden Fall enorm spannend. Ein bisschen zeitintensiv für mich, aber ich werde mich beeilen, dass ich möglichst schnell die ganzen interessanten Neuerungen für euch präsentieren kann. Wie bereits gesagt, ich habe mir sehr, sehr viel vorgenommen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Das DanA4 SFX ist einer von den ITX-Gehäusen, das mit einem PCIe-Riser ausgestattet ist. Und dieser Riser ist natürlich für PCIe 3.0 spezifiziert. Das heißt, wir haben volle 16 Lanes, die darüber übertragen werden können, von einem ITX-Board zu der GPU, aber eben mit 3.0er Standard. So. Und dieses Board hier unterstützt PCIe 4.0. Diese Grafikkarte unterstützt PCIe 4.0. Und das Problem ist, dass wenn ihr jetzt einen PCIe 3.0 Riser dazwischen schaltet, ihr kein Bild bekommt oder zumindest nicht die Leistung, die ihr erwartet. Denn es gibt dort noch ein paar kleine Bugs, dass das Ganze nicht zu 100% funktioniert. Dementsprechend werden sämtliche Tests von mir in dem DanA4 SFX mit dem B450i anfangs getestet. Denn wenn ihr einen PCIe 3.0 Standard an die GPU übermittelt, überträgt sie auch in PCIe 3.0 das Bildsignal. Sprich, ihr habt gar nicht das Problem, dass PCIe 4.0 irgendwie im Weg ist, wie bei dem X570 Board, und könnt ganz normal den Riser von dem DanA4 weiter benutzen mit einer PCIe 4.0 Grafikkarte, die dann entsprechend automatisch in PCIe 3.0 arbeitet. Wie die meisten bestimmt schon mitbekommen haben, die Navi-Karten, also die RX 5700 und XT, haben zwar die Möglichkeit, auf Gen 4 Basis zu arbeiten, aber können davon natürlich nicht profitieren, denn diese Karten sind längst noch nicht am PCIe 3.0 Limit angekommen. Dementsprechend ist das kein Problem und ist auf jeden Fall wichtig festzustellen für einen, dass man gar nicht ein X570 Board braucht, beziehungsweise es gar nicht erst in Erwägung ziehen sollte im ITX-Format, wenn ihr einen PCIe-Riser wie beim DanA4 SFX verwenden wollt. Und dann kommen wir schon zum nächsten Schritt. Die MP600. Ich habe sie für euch in einem kleinen Unboxing vorgestellt gehabt. Da ist die kleine. Und euch gezeigt gehabt, dass man das Ganze auch ohne Heatsink betreiben kann. Deswegen liegt sie hier nämlich schon komplett nackt mit dem wunderschönen Phison-Controller. Ja, 1 TB. Feinste M.2 auf PCIe 4.0 Basis, also Gen 4. Und dieses Ding hier verspricht Schreib- und Lesegeschwindigkeiten im sequentiellen Bereich von 4 bis 5000 Megabyte pro Sekunde, also fast 5 GB pro Sekunde, und schafft es auch. Das Ding ist, es wird wahrscheinlich gar kein PCIe 4.0 benötigt. Und das ist das, wo ich an die Decke gehen könnte, ja? AMD hat uns vermittelt gehabt, ihr braucht PCIe 4.0, um diese Geschwindigkeiten zu erreichen. Und offensichtlich kann diese M.2 auch im PCIe 3.0 Modus diese Bandbreite erreichen. Und das finde ich ein bisschen verwunderlich. Was ist denn der Vorteil von X570, außer dass dort ein Lüfter draufgeschnallt ist und die Preise doppelt oder dreifach so teuer sind? Das ist das, was ich euch auf den Weg mitgeben wollte, dass ihr jetzt erstmal so ein bisschen überdenken solltet, dass ihr wisst, was ich für euch testen werde. Die RX 5700 XT werde ich übrigens gegen meine RTX 2070 vergleichen. Die Superkarten werde ich erstmal nicht beleuchten. Da warte ich erstmal, bis die RTX 2080 Super rauskommt. Denn die Aero ITX 2070, die ich eben für euch getestet habe, kommt eigentlich 1:1 an die RTX 2060 Super ran und dementsprechend, ja, macht es einfach keinen Sinn, denn die RTX Superkarten sind einfach nur ganz normale RTX-Karten, die sozusagen von der Nummerierung jetzt einfach eine Etappe runtergegangen sind. Sprich, die 2060 Super ist theoretisch eine 2070, die 2070 Super ist theoretisch eine 2080 und eine 2080 Super wird dann entsprechend auf Performance-Niveau der RTX 2080 Ti sein. Dementsprechend werden wir günstigere Preise sehen, aber keine Veränderung in der Performance. Und das wird auch eigentlich das Thema rund um die Navi sein. Dementsprechend bin ich nicht sonderlich hyped rund um diese Grafikkarte, allein aufgrund der Tatsache, dass sie noch nicht mal wirklich Nutzen von PCIe 4.0 machen kann. Der eigentliche Star der Show ist und bleibt Ryzen und dementsprechend werde ich damit auch die meiste Zeit verbringen. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr euch genauso drauf freut wie ich.
Das war es soweit erstmal. Ein kleiner Überblick für euch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GAX TV. Bis dahin, wie jedes Mal, Gaming Fitness, that's you see on GAX TV. Und nochmal dicken Dank an euch für die 1000 Abonnenten. Mua. Say no more, say no more. I love you, but